Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Und wie steht's um unser kleines Königreich? Alles läuft wie geschmiert. Sehr schön. So, wenn man in der letzten... Ich könnte mich gerade mal waschen, das habe ich in der letzten Folge nämlich nicht gemacht. Ja, wir haben in der letzten Folge ein bisschen Kuchen gebacken. Dass wir mal die alten Kirschen alle aufbrauchen. Jetzt muss ich gerade mal mein Inventar noch leeren. Und dann hatte ich überlegt, dass wir mal beim Sambor vorbeischauen und vielleicht über Gustovia gehen oder über Borovo zurückgehen. Gucken wir mal. So, Mehl brauche ich nicht mehr. Das ist alles was zum Verkaufen, aber die Eimer, die können wir hier lassen. So. Passt. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal wieder beim Sambo vorbei. Können mal noch ein paar Holzfiguren nachkaufen. Mal gucken, wie es ihm geht. Der wohnt ja auch am Poppes der Welt. Ich meine, das tut man hier im Tal, glaube ich, überall. Ja, nicht überall. Die so unten am Fluss, so dabei hier, die hier so gesiedelt haben, die sind relativ zentral, aber Sambor wohnt ja dort und wir wohnen hier ganz abseits. Konnten eigentlich Hornika noch verschlucken, ne? Aber man kann ja auf deren Grundstück nicht bauen. Sonst könnten wir uns das theoretisch einfach einverleiben. Und entweder ein großes Hornika machen oder halt unser Dorf. Die Möglichkeiten hätte man. Muss mal gucken, ob man hier irgendwo im Weg zum Sambor Banditen finden. Wer weiß. Oder ein Wagen oder irgendwas. Der ist ziemlich weit hier drüben. Ich mache hier mal einen recht großen Bogen um den Dude. Ich will mich nicht unbedingt mit dem anlegen. Das muss jetzt nicht sein, ne? Ist da irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Hier hatten wir ja auch schon geguckt, auch kein Lager und kein Wagen. Einfach nur Landschaft. Naja. Hier die Banditen sind auch nicht da. Aber bei... Ich dachte, ich hätte einen Pilz gesehen. Möglicherweise die bei... Auf dem Weg zum Sambo haben wir letztens ja mal welche kennengelernt. Vielleicht sind die da. Hier da den Weg hoch, da kamen die ja mal irgendwo, da wo auch die Wölfe hinten sind. Und so bin ich das letzte Mal beim Sambo vorbeigelaufen. Das ist schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her, aber ich glaube, das ist in-game gar nicht mal so lange her. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir brauchen ein bisschen Puste. Jetzt, wenn man sich die Gegend eilt, ne? Andererseits kommt man sonst ja auch nicht wirklich vorwärts. Da sind noch Pilze.
Stecker wollte ich eigentlich nicht. Aber gut. Was man hat, hat man, ne? Was wir haben, das haben wir. Da ist auch immer gern mal was. Da liegt auch gerne mal ein Wagen rum. Aber auch heute nicht. So, und hier irgendwo war das, wo die Banditen waren. Ich gehe gerade mal hier oben gucken. Ich würde gerne mal wissen, wo der... Oh, Pilze. Wo deren Lagerplatz ist, sieht man ja meistens... Kann man das hier an der Gegend erkennen, aber... Hm. Ist das hier? Da hinten sind Wölfe. Da hinten stören sie mich nicht. Löwenzahn sammeln, ne? Da haben wir auch nicht viel. 100 irgendwas waren es, glaube ich. Ich sammle hier alles mögliche, aber nicht den Löwenzahn. Das Banditenlager da oben irgendwo. Scheint jedenfalls heute nicht da zu sein. Da haben die uns ja letztens mal ziemlich überrascht. Da sind wir vom Sambor zurückgekommen. So, wo ist der Sambor-Mana? Hi Sambor. Zeig mir mal mehr von deinen Kunstwerken. Kaufen wir noch Holzbären. Nochmal ein paar Holzdachse. Kleiner Holzvogel. Kleiner Holzwolf. Kleines Holzkaninchen. So. Okay, das war's. Mm. Mm. Wie alt ist der Gute eigentlich? Gar nicht geguckt. 69 ist er. Mach's gut. Hm. 69 ist doch schon ein nettes Alter. Und so, dann gucken wir mal, dass wir heimlaufen. Und dann würde ich jetzt über Branica, nicht über Branica, über... Wo geht's denn da lang? Ah, das ist der Weg nach Porovo. Dann nehmen wir den. Ich weiß gar nicht, ob ich denn schon jemals gelaufen bin. Da ist ein Wolf. Den würde ich aber gerne einfach Wolf sein lassen. Scheint funktioniert zu haben. Also seit es Jagdgebiete gibt, sind wir offenbar noch nicht hier lang gekommen. Ich habe gerade das Jagdgebiet Fuchs entdeckt. Den Löwenzahn hier mitnehmen. So. Oh, und da fehlen Dinge mal wieder. Was fehlt denn? Fischerhütte fehlt schon wieder. Arbeitsmaterial müssen wir mehr produzieren, ne? Oder verkaufe ich die Fischbeeren noch?
Und der Schenke fehlt Metflaschen. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir Fischbeere verkaufen. Das kann natürlich durchaus sogar sein. Nee, tun wir aber nicht. Fackel, einfache Säckchen, Trinkschläuche haben wir keine mehr. Die habe ich alle mitgenommen. Da können wir noch mehr einfache Säckchen verkaufen. Da haben wir so viel von. So, Schmiede. Dann darfst du mal mehr Fischbeere herstellen. Dann gehen wir da mal auf 10. So. Und da noch ein bisschen Eisenmesser. Oh, das passt so. Dass wir dann ein paar mehr Speere kriegen. Jagdgebiet Kaninchen, okay. Also hier laufe ich mega, mega selten lang, wenn ich überhaupt schon mal hier lang gelaufen bin. Ich könnte es echt nicht sagen. Es gibt so den einen oder anderen Weg. Den nutze ich einfach nie groß. Einfach auch, weil man halt nicht unbedingt braucht, ne? Hier oben könnte man bestimmt auch ganz nett bauen. So oberhalb vom Borovo. Dann haben wir ja nach da hinten noch Unmengen Platz, wo man sich ausbreiten kann. Also es gibt schon schicke, viele, viele schicke Gegenden. Oder wie schrieb mal jemand so schön im Discord? Moment. Nee. Mach's gut. Es gibt eigentlich nur zwei Arten von Lagerplätzen. Einmal welche, wo man leicht siedeln kann, und einmal welche, wo man halt nicht so leicht siedeln kann. So, ich habe auch einiges. Die Stöcke darfst du natürlich auch haben. Ansonsten hätte ich aber Bronzebolzen, Bronzepfeile, Bronzemesser, Bronze... Ach, du hast kein Geld mehr. Fackel kannst du aber kaufen. Das ist doch schon mal was. Holzbolzen kannst du kaufen. Holzspeer kannst du kaufen. Und die Wurfsteine. So, mach's gut. Goodbye. Upsa. Wir haben aber ja noch mehr Händler hier. Hier nicht. Da unten sind die, glaube ich, alle, ne? Der eine arbeitet hier. Falibor. Zeig mir mal deine. So, du kriegst Bronzespeere. Du kriegst Eisenspeere. Wenn du so viel Geld hättest, würdest du die kriegen, sagen wir es mal so. Ich kann dir aber noch Kupferbolzen verkaufen. So, das war's auch schon. Mach's gut. Farewell. Farewell. Milena, ich folge dir mal unauffällig. Hier sind doch drei Händler, oder? Er? Sie? Nee, anscheinend tatsächlich nur die zwei. Okay, dann gehen wir in Gostovia noch ein bisschen shoppen. Ich müsste mal was essen, sehe ich gerade. Wir haben ja noch gebratenes Fleisch.
dass wir das auch loswerden. Da gibt es auch noch Löwenzahn. Da haben wir nämlich nicht so viel von. Und ein Schlückchen trinken müssten wir. Oh, und da sind Säcke. Hallo? So. Säke, Roggenkorn, nehmen wir mit. Hopfensetzling, nehmen wir auch mal mit. Nicht, dass ich ihn jetzt groß brauchen würde, aber was wir haben, haben wir, ne? So, nehmen wir noch den Löwenzahn mit. Gänseblümchen auch. So, hier sind auch noch wieder ein paar Händler. Da können wir auch noch mal ordentlich verkaufen. Zum einen natürlich die Bulimira. Zeig mal deine Waren. So, wir haben noch ein paar Eisenspeere. Und Kupferbolzen. Und Trinkschlauch. Die hat richtig Geld, das ist gut. Da wird man den ganzen Rams zumindest mal los. Das Gegengift darfst du haben. Den Stärketrank darfst du auch haben. So, und das behalten wir noch. Mach's gut. It was nice seeing you. Ja, ebenso. Ebenso. Ne, schön, haben wir einen Sambor mal besucht. Schadet ja auch nicht, ne? 69 ist der gute. Ah, Kestrel war 63, ne? Oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich da nicht ganz falsch liege. Tadam, tadam, tadam. Dann gucken wir mal, dass wir heimkommen. Der Wagen da, den haben wir jetzt schon ein paar Mal geplündert. Beziehungsweise einmal geplündert. Hä? Einmal geplündert, ein paar Mal geguckt. Jetzt gehe ich nicht nochmal hin. Und dann müssen wir Metflaschen müssen wir machen, ne? Gibt's keine mehr. Darf ich nicht vergessen. Oh. Die Elchdame, ja. Wir müssen ja glücklicherweise nicht mehr jagen. Wir können nur noch, aber wir müssen nicht. Auch kein Wagen. Hab kein Wagen vollgeladen. Ja, die Banditen sind auch nicht da. Das hatten wir, glaube ich, auch schon geplündert, ne? Ja, das ist leer. Gab es hier nicht noch irgendwo immer mal? Nicht wirklich.
Na gut. Dann nicht. Dann gucken wir doch, dass wir jetzt wirklich heimkommen und mal die Metflaschen machen. Sind zwei Dinge schon wieder aus. Der Windmühle fehlt Weizenkorn. Hätte ich eigentlich lassen können, ne? Du machst aus Hafer. Ne, mach mal aus Roggen. Produziere mal jetzt nur 40%. So, reicht. Und der Schenke fehlt eben die Metflaschen, genau. Die gucken wir mal, dass wir die noch produziert kriegen. Ach, bei dem Schmied hätte ich ja eben wieder Holzschwerter kaufen können, ne? Vergessen. Leider vergessen. Holen wir mal ein bisschen Ton und dann gehen wir zur Tonscheibe oder zur Töpferscheibe vielmehr. Ah, hier könnte ich jetzt noch zum einen mal meine Pilze loswerden. Und ich könnte mir noch wieder was zu essen holen. Essen wir mal noch gebratenes Fleisch. Da mal was dabei haben, ne? Nicht, dass wir Hunger kriegen und nichts zu essen haben. Das wäre fatal. Und Ton brauchen wir jetzt. Ah, da habe ich schon noch einiges. Ich nehme mal 50 Ton mit. Mal ein paar Metflaschen machen können. Hoppala. Mäh. So, den Weg haben wir hier. Sehr schön, Töpferscheibe ist sogar frei. Metflaschen. 12 Stück können wir herstellen, oder? Das klingt doch ganz gut. Dann machen wir das doch einfach. Und... Oh, fehlen schon wieder zwei Dinge. Müssen wir gleich nochmal gucken, was noch fehlt. Jetzt machen wir aber erstmal die 12 Flaschen. Dass zumindest die Schenke wieder weiterarbeiten kann. Und dann gucken wir mal, was noch alles fehlt. Können wir noch ein bisschen nacharbeiten, ne? Elfter Hammer, sehr schön. Die Hälfte, die haben wir. Drei noch. Und dann sind wir durch. Zwei noch. Ich freue mich. So. Dann liefern wir gerade die Metflaschen mal ab. Dann haben wir schon mal einen Punkt abgearbeitet. Sonst muss ich tatsächlich noch mal wieder, falls das wieder der Fischer ist, muss ich halt zur Not doch noch mal ein paar Fischbeere herstellen.
So, die Hopfensetzlinge packen wir rein, das Roggenkorn und den Ton. So, einer fehlt noch. Oder einem fehlt noch was, sagen wir mal so. Das Scheune schon wieder. Habt ihr schon wieder keinen Dünger, oder? Ja. Ist das Dünger, der fehlt, oder? Nö, Dünger haben wir. Haferkorn haben wir auch noch. Leinsamen haben wir. Rote Beete haben wir. Was fehlt denn denn? Müssen wir jetzt aber mal gucken. Das ist alles fertig. Da sind die dran. Was machen wir denn da drauf? Hafer, ne? Ne, Weizen machen wir drauf. Ach, die haben kein Weizenkorn mehr. Stimmt. Weizenkorn fehlt. Da müssen wir doch nochmal kurz nach Gustuvia. Stimmt ja, da kam ja eben die Meldung, dass Weizenkorn alle ist. Schlau wie ich bin, habe ich vergessen, dass wir dann auch welchen holen müssten, ne? Na gut, wie spät haben wir? 17 Uhr, oh. Da müssen wir vielleicht doch am nächsten, oder wir gehen gerade noch. Wir eilen geschwind noch hin. Zurück kann ich ja dann mit dem Fuhrmann. Dann landen wir da bei Hornika oben. Nehmen wir den kürzesten Weg, den direkten Weg. Dann setzen wir uns hier gerade mal einen Wegpunkt. Dann nehmen wir nämlich den direkten Weg. Speisemorchel nehmen wir aber natürlich noch mit. Könnte jetzt natürlich passieren, dass wir an dem einen oder anderen Wildschwein vorbeikommen. Oder Fuchs. Wolf. Hier ist Wolfsgebiet. Aber gerade kein Wolf da. Okay. Ich bin ja schon weg. Alles gut, mach keinen Stress. Also wir gehen mal da oben drüber. Mach keinen Stress, du. Ja, so. Oh. Pilze. Das sind auch überall Tollkirschen, ne? Überall die tollen Kirschen.
Fehlt mir der Weizen. Beziehungsweise hat mir hier ja schon gefehlt, wo ich da durchgelaufen bin, ne? Also vor Rustovia ja sogar schon. Ich habe dann mal munter die Mehlherstellung umgestellt. Aber auf die Idee zu kommen, dass ich den Weizen ja auch zum Anpflanzen brauche. Soweit habe ich dann nicht gedacht. Edwin. Das ist Händlerin. Wo ist mein Edwin? Dalebor, Rainer. Stomir. Ach, da ist er doch. Welcome. Edwin, mein Edwin. Trade is in my nature. Ja. Ich nehme vorsichtshalber aber auch nochmal Haferkorn mit und Hafer. Nicht, dass uns das in der nächsten Jahreszeit noch ausgeht. So, Weizen und Weizenkorn nehmen wir mit. Reicht. Mach's gut. Achso, ich wollte mit dem Fuhrmann zurück. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Wird auch mal wieder Zeit, ne? Die sollen ja auch nicht nur sinnlos in der Gegend umherstehen. Hallo, Herr Fuhrmann. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit nach Hornika. Da. Machen wir uns auf den Weg. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, hier in Hornika kann ich so Getreide leider gar nicht kaufen. Das funktioniert tatsächlich nur Rustovia, Rolnica und Denica. Das sind die einzigen Orte, wo Landwirte sind. Und die anderen müssten ja theoretisch auch Landwirtschaft haben. Müssen sich ja auch irgendwo von ernähren. Aber zumindest mal nicht so, wie wir was kaufen könnten. So. Den Hafer, wir haben das Haferkorn, Weizen und den Weizenkorn. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Oh, und sammeln aber noch ein paar Speisemorcheln, wenn die hier gerade schon rumstehen. Achso, das ist ein Tannenzapfen. Wie gerne hätte ich den Weg hier gerade ausgebaut, aber ging nicht. Das war so nicht möglich. Auf jeden Fall können unsere Landwirte jetzt wieder arbeiten. Wir sollten uns noch waschen. Und ich glaube, dann beenden wir auch die Folge an dieser Stelle. Es sind jetzt noch 5 Minuten, die wir eigentlich was machen könnten, aber wird es nicht unbedingt für 5 Minuten in den neuen Tag wechseln wollen. Deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, ich sage danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.